Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Groß Asbach gegen Uerdingen, so ein wenig das Duell der Gegensätze, der Dorfclub mit kleinem Etat und Uerdingen, die wollen unbedingt aufsteigen. Norbert Meyer in seinem zweiten Spiel als Cheftrainer nach dem 1:1 gegen 60 soll endlich mal wieder ein Sieg her nach 4 sieglosen Spielen in Folge. Aber Groß Asbach motiviert nach dem 2:0 in Osnabrück. 9. Minute, ein erster Freistoß für die Gäste in den weißen Trikots. Das ist Beister und der haut das Ding direkt rein. Die frühe Führung für den FC. Ein fantastisches Tor von Beister, der den Ball perfekt trifft und damit alle, inklusive Kevin Broll im Tor der Gastgeber, überrascht. Das Ding passt perfekt neben den linken Pfosten. Florian Schnorrenberg sah sein Team danach allerdings aufwachen und mehr Spielanteile bekommen. Die 19. Minute, Freistoß Janic und dann Hercher an den Pfosten. Vollert sieht nicht gut aus, springt unterm Ball durch und hat dann viel Glück, dass der Ball ans Aluminium klatscht. Groß Asbach aber immer stärker. 35. Minute, Röttger bedient Baku und der hat das Auge für Slatko Janic. 1:1, klasse Tor vom Winterneuzugang, sein zweites Saisontor, künstlerisch wertvoll. Mit dem rechten Außenriss an die Unterkante der Latte und von da aus ins Tor. Und dieser Ausgleich durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt. Zur Pause 1:1. Der Dorfclub machte seinem Namen mal wieder alle Ehre und wehrte sich gegen den Aufstiegsaspiranten. Nach der Pause machte Groß Asbach weiter mit Offensivfußball. Röttger abgeblockt von Marot und dann Lukimia gegen Baku. Schiedsrichter Schultes zeigt auf den Punkt 11 Meter. Durchaus eine fragwürdige Entscheidung. Ein wirkliches Foul war eigentlich nicht zu erkennen. Janic lässt sich die Gelegenheit aber nicht entgehen. Macht den Doppelpack und dreht das Spiel für die Gastgeber 2:1 in der 62. Spielminute. Und Uerdingen irgendwie von der Rolle. Wieder mal überrascht von der Hartnäckigkeit der Gastgeber. Ein hoher Ball zum Strafraum, eigentlich kein Problem für Lukimia gegen Baku. Aber Baku bleibt giftig, holt den Ball zurück und dann Röttger, Rums, 3:1. Eiskalt, vollendet. Der Fehler von Lukimia bei seinem Debüt für Uerdingen. Baku legt quer und Röttger kompromisslos ins Eck. Eine Viertelstunde vor dem Ende, dann noch der Anstoßtreffer für den KFC durch Osabe, der den Ball irgendwie ins Tor wurstelt. Der Treffer kam aber zu spät. Die Uerdinger geben das Spiel nach dem 1:0 aus der Hand. Unnötig aus ihrer Sicht und die nächste Niederlage. Ja, ich denke, wir haben hier über 30 Minuten alles im Griff gehabt. Wirklich alles. Eine Standard, die wir dann, da haben wir etwas Glück gehabt. Und mit dem Gegentor ist dieses Spiel dann urplötzlich in der zweiten Halbzeit auch etwas gekippt. Groß Asbach hat gewartet auf unsere Fehler. Wir haben sie gemacht. Ich glaube, dann haben wir zur Halbzeit eigentlich ein gutes Ergebnis, weil Slatko das Tor natürlich sensationell macht. In der zweiten Halbzeit waren wir aber ein Tick aggressiver, ein bisschen mutiger, haben den Respekt ein bisschen abgelegt und haben uns den Sieg auch irgendwo erarbeitet. Der zweite Sieg in Folge für Groß Asbach. Mann, verschafft sich Luft im Abstiegskampf und auf der anderen Seite Uerdingen jetzt seit 5 Spielen ohne Sieg.